Freunde. Also ich muss ja mal sammeln. Es ist noch live, es ist die 80. Minute, es steht 5-0. 5-0 für Freiburg. Es ist eine absolute Katastrophe, was die da abliefern. Da ist eine bodenlose Sauerei. Ja, am Anfang war ich noch ein bisschen optimistisch, zwecks Aufstellung, dass nochmal Risiko geht. Aber das ist doch eine Katastrophe. Leute, Schmitz raus, Horn raus, das sind alles keine Bundesligaspieler. Auf wen wollen wir warten? Schalke gewinnt 4-0. Du kannst froh sein, dass Frankfurt heute in Mainz gewinnt. Ja. Und hoffen, dass Bielefeld noch verliert. In Schalke verlieren wir auch mit so einer Vorstellung. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich fragen. Horst Held, wann wollen wir dann reagieren? Wann denn? Wollen wir warten, bis wir 12 Punkte Rückstand haben auf dem Nichtabstiegsplatz? Muss ich schweben, muss man sich. Leute, Entschuldigung, dass ich jetzt mal die Fassung verliere, aber das ist doch krank. Der läuft nur nebenher. Wenn ich die Tore sehe, wird mir übel. Das kannst du dir in der Landesliga nicht erlauben. Da hol ich der Trainer raus und mach dich zur Sau. Der läuft da nebenbei, wir sind nur Gast in den Zweikämpfen. Da ist kein Aufbäumen, da ist nix. Schleift einen Haufen Kohle bei. Könnte ich kotzen. Und unser Eins macht sich eine Birne verrückt wegen der Scheiße. Leute, zeigt irgendwo das Video mal ein von den Spielern. Das sind zwei Mann oder drei Mann, die sich in den Arsch aufreißen. Bono kannst du heute gebrauchen. Vielleicht noch Wolf, da wechselt der Modest, aber du kannst drei Lewandowski da vorne hinstellen, die kriegen da gar keine Bälle. Schlimm. Entschuldigt den Ausraster, aber das geht mir nahe. Leute, Leute, wollen wir da wieder abgehen oder was? Ist doch scheiße. Da verliert man eine Fassung. Überleg mal, 5-0, 5-0. So verhängt es auch noch in den Arsch gemacht. So ist klasse. Weiter Gießton und gegen Hertha gibt's wieder eine. Und hoffentlich bist du dann weg. Da muss einer hin, der mal Fakt redet. Schlimm. Nee, also, dafür noch Sechste auch noch. Hoffentlich. Hoffentlich noch Sechste. Ist alles im Arsch hier heute. Geiles Wochenende ist das wieder. Es macht dann richtig Freude. Da seht ihr, wie die Schalker das machen. Na, ein Trainer gewechselt vorüber in Hertha, kannst du verlieren. Heute macht's 4-0. Und wir kriegen da 5 in Freiburg. Schlimm. Na, Freunde, macht's erstmal gut. Bis nächste Woche. Ciao.